Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche, der ersten echten Woche sozusagen im neuen Jahr. Eine Woche, in der wir in Bayern auch einen Feiertag hatten, nämlich der 6. Januar, der ja Heilige Drei Könige ist. Und ich da auch frei hatte, dementsprechend ich nur 4 Tage gearbeitet habe. Es war eine sehr verschneite Woche, also wir hatten tatsächlich richtig viel Schnee. Der Winter ist da, wie es auch immer die Starks bei Game of Thrones gesagt haben. Winter is coming, now winter is here. Und ja, wir hatten so ein paar schöne Spaziergänge gemacht und das finde ich tatsächlich auch richtig schön, wenn es dann wirklich knackig kalt ist und wunderbar bei jedem Schritt im Grunde dann tatsächlich auch der Schnee so schön knistert und das macht es natürlich richtig angenehm. Zudem bin ich ja auch im Homeoffice, das heißt, es macht es auch um einiges leichter. Man muss sich morgens nicht erst komplett einpacken mit 3 Jacken und Mütze und Schal und Handschuhe und erstmal das Auto irgendwie von Schnee befreien, um es dann abends, wenn Feierabend ist, wieder das gleiche Spielchen zu machen. Da ist natürlich das Homeoffice eigentlich perfekt, um das im Winter auch zu nutzen. Und ich bin ja im Homeoffice auch wirklich sehr glücklich, sehr zufrieden und kann da ja wirklich mich gar nicht beschweren, wo ich ja doch anfänglich so ein paar Probleme hatte. Aber ja, es ist sogar so, dass ich mein Homeoffice ein bisschen verändern möchte. Ich habe vor, mir einen Stehschreibtisch zu kaufen, den man eben für Sitzen und Stehen nutzen kann. Ich habe zu Weihnachten schon einen anderen Stuhl geschenkt bekommen, den ich jetzt auch schon ausprobiert habe. Und das macht einfach so, so viel aus, wenn man dann eben auch einfach seinem Körper im doch recht sitzlastigen Job ein bisschen was Gutes tut. Und bin ich in diesem Jahr auf jeden Fall mit dabei. Ich hoffe, das Licht reicht so ein bisschen aus. Es ist jetzt doch, glaube ich, dunkler, als ich so ein bisschen dachte. Ich war aber tatsächlich einfach zu faul, jetzt die Softbox vom Dachboden zu holen, wo ich ja mein Adventssetting hatte, und hoffe, dass das jetzt hier so ein bisschen eine gemütliche Stimmung macht und wir uns den Büchern der Woche widmen können. Tatsächlich habe ich 4 Bücher gelesen und ich habe eine Trilogie komplett weggesuchtet. Das ist mir schon lange, lange, lange nicht mehr passiert, dass ich wirklich mit einem Teil anfange und der zweite direkt und dann noch der dritte und zack, war die Trilogie beendet. Ich habe auch noch mit einem Hörbuch angefangen, aber ich glaube, wir starten aber so ein bisschen chronologisch. Die Trilogie, die ich weggesuchtet habe, ist die Wayward Pines Thriller Trilogie von Blake Crouch, so viel Zeit muss sein. Da habe ich dieses Büchlein eigentlich, glaube ich, mal selbst als E-Book mir geholt, habe dann von der lieben Jenny das echte Buch zugeschickt bekommen, das haben wir getauscht, weil ich so das Gefühl hatte, es könnte ein Highlight sein, und der Riecher war sozusagen gut, und dann habe ich mir in der Woche auch Band 2 und 3 geholt. Zusammen mit einer lieben Freundin habe ich Big Magic von Elizabeth Gilbert gereadet, wie man sieht, mit einigen Markierungen zwischendrin ist mir mal mein grüner Marker ausgegangen, aber diesen Reread habe ich auch sehr, sehr genossen. Und am Wochenende habe ich dann mit einem Hörbuch angefangen, und zwar Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und an dem höre ich jetzt aber auch aktuell noch. Da werde ich euch definitiv ein bisschen mehr in der nächsten Bücherwoche erzählen. Alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox. Dort findet ihr auch mein Instagram, ihr findet den Leseclub, ihr findet die Playlist zum Hörgenuss des Monats. Schaut da gerne mal vorbei, und auch wenn euch die Bücher interessieren, verlinke ich euch alle unten rein. Ja, die Woche begann mit Psychose, und relativ schnell in einer Nacht war es irgendwie 3/4 weggesuchtet, und es musste dann einfach Band 2 und 3 her. Es gibt 3 Teile, und für mich ist diese Reihe jetzt mit dem 3. Teil auch abgeschlossen. Also für mich fühlt sich das Ende wie ein echtes Ende an, und ich glaube auch, dass das nur als Trilogie angelegt war. Der erste Teil ist Psychose, Wayward ist Band 2, das blende ich euch einfach mal ein, und die letzte Stadt ist dann der 3. Teil dieser Trilogie. Ich glaube, ursprünglich ging es los 2018 oder 2019.
Und dann sind auch alle Teile recht schnell, glaube ich, hintereinander gekommen. Und es haben, ich glaube, 2019 ging es los, dass die ersten von Psychose geschwärmt haben. Und im letzten Jahr, glaube ich, dann auch wieder Abschluss da war, haben einige das sehr positiv bewertet und mich auch ein bisschen angefixt, sodass dann auch das Buch bei mir eingezogen ist. Ich war sehr glücklich, als Jenny gesagt hat, sie sortiert es aus. Also nicht darüber, dass sie es aussortiert, sondern dass sie das in einem Tausch mir dann im Grunde mit angeboten hat. Und darüber habe ich mich besonders gefreut, dass es jetzt da ist und es bleibt stellvertretend für die Trilogie auch im Regal stehen. Ja, Band 2 habe ich dann eben als E-Book geholt und was soll ich sagen, es musste einfach sein. Und es gibt auch eine Serienverfilmung, zumindest von dem ersten Teil. Es gibt, glaube ich, mehrere Staffeln, bin da noch nicht ganz durchgestiegen und da spielt auch Matt Dillon mit. Ich bin noch unschlüssig, ob ich reinschaue oder nicht, aber vielleicht kennt ihr ja die Serie, dann könnt ihr mir ja da gerne mal Bescheid geben. Aber um was geht es denn eigentlich in dieser Reihe? Ja, wir sind in Wayward Pines, irgendwo in Idaho. Es ist ein idyllisches Kleinstädtchen, mitten im Nirgendwo, umgeben von Bergen und wir sind in einem Tal und da sind auch Wälder und ja, wir landen da in dieser scheinbaren Idylle und treffen auf Ethan Borg. Der ist seines Zeichens ein Secret Service Agent und er vermisst zwei seiner Kollegen. Eine davon ist seine ehemalige Partnerin, also Arbeitspartnerin, seine Kollegin. Und er hat da einen Autounfall und wacht irgendwie auf und ist an dem Fluss, weiß nicht, wo er ist, wer er ist, was er hier tut und er erinnert sich an nichts. Dann fällt er irgendwie in Ohnmacht. Bei dem Versuch irgendwie zu telefonieren und wacht dann eben in einem Krankenhaus auf und die Leute informieren ihn darüber, dass er einen Autounfall hatte, dass er hier war, ob er sich noch an irgendwas erinnert und so langsam kommen auch diesmal seine Erinnerungen zurück. Er erinnert sich, wer er ist, was er tut, wem er sucht und er kann sich auch vage an diesen Autounfall erinnern und weiß auch, dass noch ein Kollege von ihm mit im Auto saß und er versucht dann auch über den Sheriff der Stadt, im Grunde an seine Sachen zu kommen, an sein Handy, Geldbeutel, Ausweis, an all die Dinge und versucht natürlich auch, die Stelle seines Vorgesetzten zu erreichen. Er kommt aber irgendwie telefonisch nicht raus und zudem kommt ihm nicht nur das sehr merkwürdig vor, sondern auch die Menschen verhalten sich so ein bisschen merkwürdig. Es wirkt alles so ein bisschen geheimnisvoll und man hat so das Gefühl, die verheimlichen auch irgendwas und irgendwas ist da nicht so richtig. Auch so die Zeit, wie dieses Dorf so aufgebaut ist, das wirkt alles schon sehr 30 Jahre zurückgefühlt und es kommt ihm alles ein bisschen merkwürdig vor. Ethan will die Stadt verlassen und trifft dann aber auf einen unüberwindbaren Zaun und als er dann so ein bisschen die Straße abläuft, wird ihm irgendwie recht schnell klar, hier passt irgendwas nicht. Und was da nicht passt, finde ich, muss man einfach selbst lesen. Alles andere wäre gemein. Der erste Teil endet mit einem Ende, wo ich dachte, wow, wie kann das sein? Band 2, ähnlich gemein, mit einem total fiesen Cliffhanger. Und Band 3 ist für mich ein Ende und auch wirklich das Ende der Geschichte. Also ich habe irgendwo gelesen, dass man wohl erwartet, dass das noch ein vierter Teil kommt. Für mich hat aber der dritte Teil das Ende und das ist für mich auch absolut in Ordnung so. Für mich ist diese Reihe ein absolutes Highlight. Es ist ein Thriller, der zumindest im ersten Teil nicht sehr blutig ist, der nicht sehr brutal ist. Das entwickelt sich aber, denn wir haben hier eben auch so eine Gemeinschaft, die vor Herausforderungen gestellt werden, die nicht immer so ganz einfach ist, die auch das nicht so Gute im Menschen hervorholt. Und wir haben im Hintergrund eine Geschichte, die ich großartig fand. Also diese Idee, ich möchte gar nicht spoilern, ich bleibe deswegen ein bisschen geheimnisvoll, möchte nicht direkt sagen, was diese Idee dahinter war. Ich fand das Hammer. Ich fand die Erklärung großartig, ich fand die Wendungen spannend, ich fand es erzählerisch schon recht einfach, würde ich sagen, sehr klar, auch vom Stil her, von wie er uns Bilder in den Kopf pflanzt, wie er uns Charaktere beschreibt, Dialoge, das wirkt schon sehr auf den Punkt gebracht. Also es ist hier nichts ausschweifend, es ist kein Wort zu viel, eher im Gegenteil. Wir haben hier wirklich jemanden, der wirklich sehr direkt schreibt und das mochte ich auch an den beiden anderen Büchern von Play Grouch. Es gab ja schon Time
Zeitenläufe, Time Matter und gestohlene Erinnerungen. Ich glaube, das war auch 2020 oder 19, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich mochte auch da schon diesen Schreibstil, der so wunderbar auf den Punkt kommt und der ohne Ausschweifungen auskommt. Man lernt natürlich hier Charaktere kennen, auch näher kennen. Man fühlt auch mit ihnen mit. Also es werden Emotionen aufgebaut und das fand ich auch gut. Und dennoch betrachten wir es zeitweise ein bisschen von außen, werden aber umso tiefer wir in die Geschichte reinkommen, auch immer tiefer hineingezogen. Also wo man beim ersten Teil noch so recht denkt, ja, ich bin hier ja nur der Leser, ich bin hier so ein bisschen außen vor, diese Sogwirkung ab Mitte des ersten Bandes ist die großartig. Und man will einfach nur noch lesen, man will wissen, was kommt jetzt, was passiert, was steckt dahinter, warum steckt es dahinter, warum sind die Menschen, wie sie sind, warum ist dieses Konstrukt so passiert, wie es passiert ist. Und man stellt sich natürlich auch immer die Frage, ist das tatsächlich möglich? Ist das der Realität nahe? Kann so etwas irgendwie passieren und sein? Und ich komme tatsächlich zu dem Entschluss, ja. Für mich ist das tatsächlich gar nicht so unlogisch. Es hatte unglaubliche Spannung und es hat mir unfassbaren Spaß gemacht. Für mich ist der schwächste Band tatsächlich der dritte Band. Da wollte für mein Empfinden Black Grouch einfach zu viel. Also man hat gemerkt, dass er alle Fäden irgendwie noch zusammenbringen wollte und auch auf vieles noch Antworten gegeben hat, wo ich dachte, naja, das hätte ich vielleicht auch gar nicht wissen müssen. Also es gibt ja durchaus auch Dinge, die müssen sich nicht aufklären. Und da hatte ich manchmal so bei der ein oder anderen Wendung das Gefühl, naja, das hätte es jetzt vielleicht nicht gebraucht. Aber es ist grandios. Also ich habe es in einer Woche alle drei Bände weggesuchtet. Ich fand es wirklich Hammer und mich hat es wirklich gefesselt und absolut gepackt. Und das ist jetzt das erste Buch von Black Grouch, was es auch ins Regal sozusagen schafft. Bei den anderen war ja auch immer, glaube ich, eher so 4 Sterne, also immer so ein bisschen noch was. Aber bei dieser Reihe und auch wirklich besonders Band 1, 2 fand ich einfach Hammer. Und ja, es war einfach irre. Also was soll ich sagen, es ist wirklich ein Thriller-Highlight. Es ist ein Spannungsroman, der so viel mehr hat, der, wie gesagt, auch zumindest im ersten Teil nicht so extrem blutig ist. Es gewinnt ein bisschen an Gewalt, aber auch das ist noch, also es ist jetzt kein Serienkiller, also das überhaupt nicht. Es ist wirklich eher ein Spannungsthriller und ich fand's Hammer. Also mir hat's unfassbaren Spaß gemacht und auch, dass sich diese drei Geschichten, ich glaube, insgesamt auf 4 Wochen aufteilen. Also ich glaube, Band 2, da ist im Grunde eine Woche passiert im Band 1 und ich glaube, dann sind wir Band 3, betrachten wir auch so ein bisschen, reden wir auch immer von den letzten 2-3 Wochen. Also es ist auch ganz nah sozusagen im Zeitablauf sind wir dabei und erleben im Grunde die Geschichte von Secret Service Agent Ethan Burke sehr, sehr nah. Also wirkliche Empfehlung, ist auch mal, finde ich, wieder ein bisschen was anderes. Und Black Grouch, sein Stil gefällt mir wirklich unglaublich gut. Und ich packe, wie gesagt, alle Bücher auch unten in die Infobox. Da findet ihr dann auch Band 2 und 3. Und stellvertretend ist der erste Teil. Ach, das Cover ist so geil. Also ja, ich bin begeistert. Ich hatte wenig Schlaf in dieser Woche und war über den Feiertag dann auch sehr dankbar, an dem man ein bisschen mehr lesen konnte. Ja, so ein bisschen Kontrastprogramm war dann The Big Magic von Elizabeth Gilbert. Das ist ja die Autorin von Eat, Pray, Love, was ich im letzten Jahr ja gereadet habe, beziehungsweise ja als Hörbuch gehört habe. Eine liebe Freundin und ich haben gesagt, wir haben beide Lust darauf, uns im neuen Jahr motivieren zu lassen und haben das Buch dann auch über die Woche verteilt gelesen. Und wir haben hier ein Sachbuch und es geht um Kreativität und auch ein bisschen natürlich um Elizabeth Gilbert selbst, die natürlich schon auch Bezug nimmt in dem Buch auf ihre Lebensgeschichte, die sie in Eat, Pray, Love ja verarbeitet hat und hier so ein bisschen uns erzählt, wie ihr Leben zu dem tollen Leben wurde, das es ist. Und ja, es kommt tatsächlich so vermessen rüber, weil Elizabeth Gilbert manchmal schon den Eindruck vermittelt, wie wenn alles bei ihr toll und schön und sie ihren Weg gefunden hat und der ist perfekt und es ist sehr amerikanisch, wie meine Freundin dann meinte. Und da muss man definitiv so ein bisschen, das muss man auf jeden Fall beachten. Also in dem Buch geht es im Grunde darum, dass man seine Kreativität
herauslässt, dass man ein kreatives Leben führt, dass man einfach anfängt, dass man einfach macht, auch sich von Ängsten zu lösen, die man eventuell hat, von Gewohnheiten, von Glaubenssätzen, wie man heutzutage so schön sagt, und sich davon löst und daran eben arbeitet, um dann eben ein Mensch zu sein, der kreativ ist, der einfach das auslebt, was er möchte und damit dann eben auch glücklich ist. Und The Big Magic, man muss sagen, ich finde den Titel ein bisschen verwirrend, weil hier drin geht es nicht um irgendeine Art Magie oder um irgendwas, was von außen passiert, sondern es steckt eben alles in einem selbst. Also die große Magie ist in einem und man muss sie eben nur herauslassen. Und das, muss ich echt sagen, macht Elizabeth Gilbert sehr, sehr gut. Die Kapitel sind sehr kurz gefasst. Und das macht für mich das Lesen auch sehr fokussiert und abwechslungsreich. Also dadurch, dass wir uns nicht lange so mit einem Thema vielleicht auch irgendwie aufhalten, ist das wirklich so auf den Punkt gebracht. Es ist toll zusammengefasst, es sind Gedanken dabei, die auch sich erstmal setzen müssen. Also es gibt so manch eine Lebensweisheit, die sich bei mir über Nacht auch erstmal so legen musste. Das ist auch was, was für mich sehr ins Denken übergeht, wo ich merke, dass ich auch Tage später auch jetzt noch darüber nachdenke. Ich habe einige Markierungen auch gemacht, entweder tolle Sätze oder tolle Abschnitte und hatte hier wirklich meinen großen Spaß und auch der Austausch mit meiner Freundin war natürlich besonders. Der Schreibstil von Elizabeth Gilbert ist ein bisschen anders, als wir es von ihren Romanen kennen, denn sie ist im Sachbuchbereich definitiv leichter und flüssiger und vielleicht ein bisschen unpersönlicher, aber gleichzeitig eben ein bisschen tiefgründiger unterwegs. Und das mag sich jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber natürlich haben wir zum Beispiel bei Eat, Pray, Love eine sehr persönliche Geschichte, wo sie uns sehr viel an ihren Gedanken teilhaben lässt. Das haben wir hier natürlich auch, weil es ist ein Sachbuch mit ihren Erfahrungen, aber es wirkt eben doch so ein bisschen auf einer neutraleren Ebene, aber deswegen trotzdem sehr tiefgründig, weil sie uns natürlich anhand von vielen Beispielen auch einfach so ein bisschen ihr Leben erzählt und welche Erfahrungen sie gemacht hat. Ich nehme hier definitiv ganz viel Positives heraus. Zum einen wirklich Gedanken, die ich mir mache, um vielleicht aus dem ein oder anderen kreativen Loch herauszukommen. Zum anderen, was mich sehr positiv gestimmt hat, und ich kann mich noch erinnern, dass das definitiv beim ersten Mal Lesen von Big Magic anders war, dass viele Dinge gar nicht mehr auf mich zutreffen. Also sie wirft hier zum Beispiel auch mit Ängsten um sich, die Menschen haben können, mit Selbstzweifeln, mit dem klassischen Perfektionismus, den so viele als etwas Positives verkaufen, was es aber definitiv laut ihrer Meinung, und da stimme ich ihr zu, absolut nicht ist. Und Leute, die sich hinter dem Perfektionismus verstecken, haben natürlich immer ein Problem, weil sie ja nie fertig werden. Und für mich ist das tatsächlich nicht sehr viel Positives, aber die Menschen können natürlich auch gar nicht anders, weil es eben in ihnen so drin ist. Und das ist eben auch was Elizabeth Gilbert ganz wunderbar herüberbringt. Aber ich nehme da eben mit, wer ich bin, wie ich bin und warum ich vielleicht auch schon so bin, und bin unglaublich froh darüber, dass ich eben viele dieser Ängste schon hinter mir gelassen habe, viele Zweifel hinter mir gelassen habe und ich ja tatsächlich ein Mensch bin, der nicht lange überlegt und einfach macht und das auch schon lange, lange Zeit so macht. Ich hätte wahrscheinlich keinen YouTube-Kanal, wenn ich perfektionistisch wäre, weil mir wahrscheinlich kein Video am Ende gefallen würde, ich mich zu Tode dran rumschneiden würde, dann würde so ein Lichtkonzept vielleicht überhaupt nicht funktionieren, weil, na, ob ich jetzt perfekt ausgeleuchtet bin und das Buch und man weiß es nicht, ne? Und ich bin so froh, dass ich eben anders bin, dass ich vielleicht anders einfach irgendwo meine Schwächen haben und in diesem, ich mache jetzt, eben meine Stärke vielleicht auch steckt. Und ich merke, wie froh ich dann darüber bin, wenn sie eben mit diesen Selbstzweifeln und Ängsten kommt. Und ich denke mir, na, Gott sei Dank habe ich die alle nicht. Und kann das im Grunde schon hinter mir lassen und muss oder möchte dann eben einfach an anderen Dingen arbeiten. Sehr gut gefällt mir in dem Buch auch, dass sie eine sehr direkte Ansprache wählt. Also sie redet uns mit Du an, sie redet uns immer persönlich an, sie hinterfragt auch unsere Gedanken, unsere Zweifel, unsere Ängste, die wir haben, und sie nimmt uns immer her, als würde sie in den Dialog mit uns kommen. Das fand ich sehr, sehr gelungen, weil man sich so ein bisschen an die Hand genommen fühlt, als wäre man wirklich in einem Gespräch mit ihr, als würde man wirklich seine Probleme, Ängste, Zweifel mit ihr teilen, und sie nimmt einen mit und spricht einen das an, und man erkennt sich tatsächlich sehr häufig darin wieder.
und merke dann eben auch, welche Wege es so ein bisschen aus diesem Gedanken-Zweifel-Karussell dann auch gibt. Und das fand ich tatsächlich sehr besonders an ihrer Art des Erzählens. Für mich vermittelt dieses Buch definitiv auch Mut und motiviert zum einfach anfangen. Das ist wirklich so die große Stärke, die ich bei Elizabeth Gilbert sehe, dass sie immer wieder dazu rät, warte nicht auf den richtigen Moment, warte nicht auf morgen, auf nächstes Jahr, auf den Sommer, aufs Wochenende, sondern jetzt. Und das ist ja was, was ich schon sehr lange lebe, worüber ich immer wieder mir auch meine Gedanken mache, dass ich eben im Hier und Jetzt sein möchte und dass es eben auch einfach gar nichts anderes gibt als das Jetzt. Das muss man sich auch oft genug wieder erzählen. Das ist nichts, was immer so bleibt. Ne? Man muss sich das auch in Erinnerung ziehen und in Erinnerung immer wieder bringen. Und das, fand ich auch, hat Elizabeth Gilbert sehr, sehr gut gemacht. Wie vorhin gesagt, bin ich jetzt nicht der größte ängstliche Mensch, was zumindest diese Ängste hier drin betraf. Da war ich wirklich froh, dass ich bei ganz vielen sagen konnte, weiß ich nicht, kenne ich nicht, habe ich nicht. Aber es gibt natürlich genügend Menschen, die ganz viele Selbstzweifel und Ängste haben. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Buch für die genauso toll funktioniert, wie es für mich funktioniert. Bei mir eher, sage ich jetzt vielleicht mal so in dieser auffrischenden Art, während ich mir schon tatsächlich vorstellen kann, dass es bei Leuten, die es das erste Mal lesen, auch so einen Aha-Effekt hat, wie ich es beim ersten Mal lesen auch hatte. Für mich ein gelungenes Buch, was mir sehr gut gefällt. So ein bisschen, ja, einen Sternabzug gebe ich der Autorin selbst, die eben oft so über den Dingen steht und oft den Eindruck vermittelt, wie wenn sie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, wie man so schön sagt. Wenn man dann so das Gefühl bekommt, ihre Wahrheit ist die einzig richtige und überhaupt das Beste, was uns als Leser passieren kann, dass wir dieses Buch gelesen haben, das fand ich manchmal ein bisschen zu viel. Das macht sie auch an manchen Stellen so ein bisschen unsympathisch, aber meine Freundin hat eben gemeint, sie ist Amerikanerin, die sind eben so. Und dann war es auch für mich überhaupt kein Problem mehr, das darüber zu lesen. Das muss man, also das ist so mein Kritikpunkt. Da ticken wir Europäer vielleicht tatsächlich anders wie die Amerikaner. Das kennt man ja durchaus aus einigen Büchern, die ja im Grunde aus dem Bereich kommen. Also diese Chaka-Mentalität und wir fangen morgen an und oder schon gestern und alles ist super und hört nur noch auf mich. So schlimm ist es jetzt hier nicht, aber das kennt man aus anderen Büchern durchaus. Das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt, weil ich glaube, das hätte vielleicht im Lektorat irgendwie so ein bisschen beachtet werden können, insofern man so viel Freiheit hat oder dann auch in der Übersetzung, ja, dass man das so ein bisschen jetzt nicht deutscher macht, das klingt doof, aber ne, wir ticken eben einfach tatsächlich anders und sind ja auch ganz anders erzogen, zumindest ne, die Menschen, die jetzt zu so einem Buch greifen. Und aber alles in allem wirklich eine Empfehlung von mir, gefällt mir auch beim Reread super gut und hat wirklich wieder einen bleibenden Eindruck hinterlassen mit vielen Gedankengängen, die es auch im Kopf dann einfach freigesetzt hat. Und ja, das waren es jetzt sozusagen die vier Bücher, die ich gelesen habe. Begonnen habe ich dann mit Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Das habe ich mir als Hörbuch geholt im Dezember, als es drei Hörbücher irgendwie für 25, 24 irgendwas gegeben hat. Und ich habe mir noch ein zweites Buch von dem Autor direkt geholt, Utopien für Perfektionisten, nee, für Realisten, so rum war's. Und ich habe aber mit Im Grunde gut begonnen. Das ist eine Empfehlung von Melanie Rabe im Adventskalendervideo von Anka gewesen. Und ich fand, dass Melanie Rabe da so unfassbar tolle Worte zugefunden hat. Sie hat mich so angefixt, dass das Buch dann auch eben einfach als Hörbuch bei mir eingezogen ist. Ich habe jetzt auch schon ein gutes Stück davon gehört und werde definitiv in der nächsten Bücherwoche davon berichten. Aber ich verlinke euch das Empfehlungsvideo, also von Anka, den Adventskalender, das Türchen, ich glaube, es war das erste Türchen, unten auch mal in der Infobox. Schaut euch mal an, was Melanie Rabe dazu zu erzählen hat und natürlich auch die anderen Empfehlungen der Autoren und Autorinnen. Und ja, vielleicht ist ja da auch was dabei. Ja, das ist so die Lesewoche. Filmtechnisch haben wir, glaube ich, nichts geschaut, serientechnisch tatsächlich auch nichts. Da bin ich auch so ein bisschen serienlos, aber ich habe ja genügend gelesen. Es war definitiv besser als so mancher Film. Und ja, am 6. Januar ist bei uns klassisch die Weihnachtsdeko weggekommen. Deswegen ist es im Hintergrund auch schon so undekoriert und büchervoll sozusagen. Das machen wir tatsächlich traditionell am 6. Januar. Am 5. Januar gab es ja unser Kingsiana Hangout.
Das war ja auch in der Woche und jetzt im Grunde am vergangenen Donnerstag, wenn ihr die Bücherwoche seht, ist dann auch der Hangout mit der lieben Becky. Der liegt bei mir noch in der Zukunft, von daher kann ich da noch nicht sagen. Aber Kingsiana Hangout hat wieder super viel Spaß gemacht, auch der Austausch war natürlich toll. Ich packe euch den Hangout auch einfach mal in die Infobox, solltet ihr ihn verpasst haben. Und wir haben jetzt auch vor, uns öfter zu treffen, so einmal im Quartal. Und da freue ich mich dann auf jeden Fall auch. Ja, ansonsten gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen, außer dass ich jetzt in der Urlaubswoche bin. Aber das bequatschen wir dann in der nächsten Bücherwoche. Ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich kann jetzt eigentlich nur die Stephen King-Woche noch ankündigen. Es wird am Dienstag und am Donnerstag jeweils ein Stephen King-Video geben. Wir beginnen mit dem Ranking aller Stephen King-Bücher. Und am Donnerstag sprechen wir dann über die Bücher, die ich auf dem Sub habe. Und im Grunde dann auch vorhabe, sie irgendwie dieses Jahr zu lesen und mich da auch schon drauf freue. Also da könnt ihr euch dann auf die zwei Videos auch schon freuen. Und ja, jetzt habe ich lange genug gequatscht. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß mit der Bücherwoche. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.